Hallo und herzlich willkommen bei einem Talestile Livestream. Wir sind heute hier in Cholakle und wir schauen uns heute das Syral Resort Hotel an. Das ist das größte Hotel hier in Cholakle. Es ist ein 5-Sterne-Hotel, natürlich auch ein All-Inclusive-Hotel. Es ist direkt am Strand und es hat insgesamt 535 Zimmern und eine maximale Kapazität von 1400 Menschen. Es ist eine riesengroße Anlage und wir haben uns die letzten Tage schon die anderen Syral Hotels angeschaut, aber das ist jetzt natürlich mit dem größten Hotel hier auch ein Highlight. Und mal sehen, was uns hier alles erwartet. Ich kann einmal die Kamera drehen. Ich habe jetzt hier an der Hauptstraße angefangen, denn hier unter uns ist auch ein Tunnel zu den anderen Zimmern von den Syral Hotels. Das ist genau hier, schaut mal. Hier gibt es einen unterirdischen Tunnel. Und da vorne ist der Haupteingang zum Syral Resort Hotel. Also wie gesagt, ein riesengroßes Hotel schauen wir uns heute an, hier in Cholakle. Und der Duty Manager, der Herr Hamid. Hallo Herr Hamid. Hallo, herzlich willkommen, danke für alle. Herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, um uns heute das riesengroße Hotel hier vorzustellen. Yeah. Ich bin sehr gespannt, denn das Syral Resort Hotel ist auch ein Begriff für sehr viele Menschen, vor allem hier in Cholakle. Es ist ein sehr bekanntes Hotel und es interessiert auch sicherlich viele Menschen, wie es hier ausschaut und was einen erwartet. Und genau das schauen wir uns mal jetzt an. Ja, ne? Bitteschön. Der Herr Hamid spricht auch perfekt Deutsch, der Duty Manager. Und wie man sieht, hat man ja auch Parkmöglichkeiten, falls jemand mit dem Privatauto hier ins Syral Resort kommen sollte. Hat man ja auch Parkmöglichkeiten. Und das 5-Sterne Resort Hotel hat auch hier ein Security. Gleich beim Eingang. Und nochmal an alle, wir sind heute im Syral Resort Hotel in Cholakle. Und was hast du denn da? Hast du auch Fahrradplatz? Für Leute, für Fahrrad. Ja. Wenn sie wollen, unseren Gäste von hier holen und dann Fahrrad. Ach so. Überall da am Strand oder. Ja, das ist ja schön, das können wir mal zeigen. Ne? Also hier hat auch der Herr Hamid Fahrräder für die Gäste. Ja. Muss man das denn bezahlen? Das ist eine Stunde 5 Euro. Eine Stunde 5 Euro kann man sich hier ein Fahrrad mieten im Syral Resort Hotel. Schaut euch das mal an. Da ist ja auch richtige Fahrräder, mit denen man sogar im Meer fahren kann. Also am Strand, nicht im Meer, am Strand. Für Strand, für Berge, für Kinder, wir haben viele das Fahrrad. Das hört sich hier gut an. Also der Herr Hamid hat auch hier Fahrräder in seinem Konzept. Das hat nicht jedes Hotel, muss man sagen, ne? Ja. Das 5-Sterne-Resort-Hotel. Das Syral-Resort-Hotel hat auch Fahrräder im Konzept. Und das ist hier einmal der Haupteingang in das Riesenhotel. Und hier hast du immer noch einen Papagei da, Herr Hamid. Das ist unser Zorro. Das ist der Zorro. Spricht er auch? Ja, er redet vier Sprachen. Vier Sprachen sogar. Deutsch, Englisch, Russisch. Aha, also der Zorro spricht sogar vier Sprachen. Ja. Solche Papageien können auch Mathematik lernen, das weißt du, ne? Er sagt auch. Auch Mathematik, ne? Kann er Euro zählen, ne? Ja. So, dann geht's jetzt weiter. Jetzt sind wir hier im Hotelinneren und schaut euch mal hier die schöne Deko an. Hier das Empfangsgetränk im Syral Resort Hotel. Hier einmal die tolle Lampe im Hoteleingang. Dann sind wir hier gleich an der Rezeption. Die Rezeptionisten sind auch schon bekannt. Rechts der Kollege ist seit 16 Jahren im Syral Resort und die Frau Lena ist seit 10 Jahren hier im Syral Resort. Also wer hier schon mal war, kennt sicherlich auch schon die Gesichter. Ne? Ja, das ist unsere Rezeption und jeder hat spricht Deutsch, kein Problem. Ja, jeder spricht Deutsch. Ja, jeder spricht schön, Deutsch. Ne? Also jeder spricht auch Deutsch hier an der Rezeption. Und hier ist der Guest Relation Bereich. Ja. Da kann man sich auch über alles informieren. Ja, im Hotel.
Und hier nochmal die tolle Deko im Syral Resort Hotel in Cholakle. Dann gehen wir mal so eine kleine Runde, dann gehen wir runter. Ja, und dann? Na? Viel Spaß euch. Danke. Ciao. Ja, und hier hat man auch die Infoboard. Das kann man sehen. Hallo. Und in dem großen Hotel hat man auch überall tolle Sitzmöglichkeiten. Schaut euch das mal an. Also man kann überall sehr gut sitzen. Im Syral Resort Hotel. Also von innen sieht es natürlich ganz toll aus. Und man hat von hier aus auch einen Blick auf den Pool. Das ist dein Hauptpool, ne? Nein, das ist der Relax Pool. Der Relax Pool, ja. Schaut mal, der Blick auf den Relax Pool. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Da kommt schon ein Kommentar, mein Lieblingshotel. Ja, also die Leute kennen dich auch hier. Ja. Ich kenne dein Hotel. Wir haben viele Stammgäste und alle kennen. Das kommt jeden Mal, jeden Jahr zwei oder dreimal hier. Das hört sich ja gut an. Also der Herr Hamid hat auch Stammgäste im Hotel, die jährlich zwei bis dreimal kommen. Und von hier aus sind wir wieder an der Rezeption. Und dann gehen wir mal runter in die Lobbybar. Und hier wird auch jeden Tag Klavier gespielt, glaube ich, Herr Hamid, ja, richtig? Ja, jeden Tag. Morgen 12 bis 2, ja. Nachmittag 4 bis 7 Uhr. Also hier wird jeden Tag Klavier gespielt an alle Klavierliebhaber. Da kann man sich hier in der Lobby ganz gemütlich hinsetzen und Klavier zuhören, wie es gespielt wird. Und hier sind wir jetzt in der Lobbybar. Man sieht auch hier, dass gleich mehrere Personen hier in der Lobbybar tätig sind und auch alle ganz aufmerksam. Von wann bis wann hat hier die Lobbybar auf? Die Lobbybar morgen 10 Uhr und Abend bis 12. Bis 12 Uhr? Ja. Na, das hört sich ja gut an. Also man kann ja von 9 bis 24 Uhr in der Lobbybar sich was zu trinken holen. Und man sieht auch, dass man hier eine ganz gemütliche Lobby hat. Im Syral Resort Hotel in Cholakle. Genau, genau, hallo. Hallo, kennt ihr mich? Ja, super. Viel Spaß. Gibt's auch Leute, die mich kennen. Und hier ist das Hallenbad, aber das ist jetzt auch außer Betrieb, soll es bald sein. Jetzt kommt wieder Sommer. Jetzt kann man da auch drehen. Hier aus der Lobby. So, und dann schauen wir mal hier weiter. Also Herr Hamid, du hast hier auch ein riesengroßes Restaurant, du hast ein riesengroßes Buffet zur Auswahl, das wissen wir ja. Ja. Das wird ja auch um 18.30 Uhr gestartet. Ja. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen früher hingehen. Wir können ja, wenn du willst, jetzt zuerst ein Zimmer anschauen. Du wolltest uns ja zwei tolle Zimmer zeigen. Ja. Also wir können hier im Gebäude erstmal uns alles anschauen und danach gehen wir raus, weil du hast ja auch ein riesengroßes Buffet am Pool. Ne? Und dann schauen wir uns das alles da an. Ne? Ja, ja, wir können ja sonst auf die Zimmer gehen. Wir gehen jetzt das Zimmer sagen. Ja, dann schauen wir uns mal die Zimmer an, ne? Hier im Hauptgebäude. Denn ihr habt ja ein riesengroßes Hotel. Ja. Und danach schauen wir uns den Außenbereich an. Denn wie gesagt, wir sind heute im größten Hotel hier in Cholakle. Wir haben jetzt Größe. Und jetzt wir gehen Zimmer schauen für unsere Leute. Und dann später halb sieben wir gehen in das Restaurant. Okay. Wir sagen in unserem Restaurant. Und à la carte. Wir haben zwei à la carte. Ja. Jeden Tag. Und Italien und Türkisch Restaurant, wir haben zwei à la carte.
türkisches Restaurant am Strand. Ja. Italien ist drin. Ja, dann schauen wir uns mal die Zimmer an und danach schauen wir uns die Restaurants an. Ja, wir gehen jetzt Zimmer gehen. Da, na okay. Dann schauen wir uns mal hier zwei tolle Zimmer heute hier im Cyral Resort an. Der Herr Hami zeigt uns ein Standardzimmer und ein Familienzimmer. Ja. Will uns heute zeigen in dem tollen Resort Hotel in Çolaklı. Und hier hast du auch eine interessante Bar, die Patisserie muss es hier sein. Ja, hier Patisserie, 10 Uhr bis halb sechs. 10 Uhr bis halb sechs, aha. Hier der Kaffee, türkisch Kaffee, Chai und dann hier für uns Kekse und Eiscreme. 10 Uhr morgen bis halb sechs Abend können Sie hier essen, trinken, kein Problem. Das ist ja super, hier sieht man, dass der Herr Hamid auch eine tolle Patisserie hat, aber die hat gerade zu, bis 17.30 Uhr hat er die auf. Ne, hier die Patisserie im Cyral Resort Hotel. Ja, und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man hier ins Cyral Resort Hotel kommen sollte, in Çolaklı. In die Richtung gehen wir weiter. Ganz unten. Und hier sieht man auch einer der à la carte Restaurants. Das ist ein Mosaik-Restaurant für Italien-Restaurant. Für Italien, ja. Die Menschen auf dem Weg sind, kann man da mal reinschauen. Bitte schön. Es ist aber auch schön kühl hier. Ja. Das ist das italienische à la carte Restaurant, das Mosaik Restaurant im Cyral Resort Hotel. Hallo. Und da sieht man auch hier schon die tollen Speisen, was man hier zu bieten hat. Im Mosaik à la carte Restaurant im Cyral Resort Hotel in Çolaklı. Also alles ganz toll, ganz schick und super zubereitet. Und dann gehen wir mal raus. Wie viele à la carte Restaurants hattest du hier? Wir haben drei à la carte Restaurants. Ein Mosaik, das ist Italiener. Und unten die Pasta, das ist Fisch. Und Türkisch am Strand. Aha. Wir haben drei à la carte. Und 7 Uhr und 19 Uhr bis 21 Uhr. Hier ist Fisch. Aber heute keine à la carte. Fisch à la carte. Ja, heute gibt es keinen Fisch à la carte, aber das ist hier das Fisch à la carte Restaurant im Cyral Resort Hotel. Und das türkische à la carte ist am Strand, hat uns der Herr. Und hier nach dem à la carte, 10 Uhr, 22.00 bis nach 2 Uhr für Abendessen. So Pommes, Hamburger, das ist für ein bisschen. Dann kommst du abends, später kommst du vom Flughafen. Ja. Hier. Und da sieht man den Pool, das schauen wir uns da gleich auch an. Aber natürlich vorher zeigt uns der Herr Hamid zwei tolle Zimmer hier im Hotel. Mal hier hoch.
Du bist ja auch gut ausgebucht, ist mir aufgefallen, Herr Hamid. Ja. Du hast ja viele Gäste im Hotel, ne? Wir haben jetzt viele Gäste, alle Deutsche. Ja. Und viele Stammgäste auch und kommen neue Gäste und dann jeden hat nochmal Reservation vom Rezeption. Das ist für nächstes Jahr, für Buchen. Ja. Wir gehen oben jetzt fürs Zimmer. Von hier. Gehen wir mal hier hoch. Mal die tolle Deko mit dem Boot. Das ist unser Standardzimmer. Bitte schön. Das ist hier ein Standardzimmer im Syral Resort Hotel. Mal sehen, was uns hier der Herr Hami zu bieten hat. Ja, man sieht ein Doppelbett. Ja. Kaffee- und Tee-Service. Eine Minibar hast du sicherlich auch Fernsehen. Hier. Fernsehen. Minibar ist hier drin. Ja, Fernsehen. Das ist uns. Das ist drin. Aber jetzt lassen sich hier Fanta, Cola, Sprite, ja. Zwei Pivo und Wasser drin. Also sowohl Softdrinks als auch Bier, ja. Hast du da drin, ne? Das ist ja super, ja. Im Zimmer. Da schau mal hier, das sieht auch alles ganz gemütlich aus. Im Syral Resort Hotel. Und hier sieht man auch das Bad. Ja, das Bad sieht man hier, eine große Marmorplatte, einen tollen Spiegel, hier die Dusche, hier nochmal das Zimmer. Mittlerweile logischerweise alle Zimmer sind nicht Raucher. Der Aschenbecher, ja, ist für draußen. Sogar Streichhölzer haben wir dazu. Mit dem Wappen und dem Namen Syral drauf. Ja, und dann hat man hier eine tolle Aussicht auf dem Relaxpool. Schaut mal, ein bisschen, hier sieht man noch das Meer von hier. Also, das sieht alles ganz toll aus, Herr Hamid. Also ein Standardzimmer im Syral Resort. Und was man nochmal hier betonen sollte, ihr habt ja überall auch sehr gutes Internet und das, ja, 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 wir Zimmer haben hat jeden auch Zimmer Internet. Hier ein eigenes Modem im Zimmer, ja. Also das, die Syral-Kette ist bekannt für ihr tolles Internet bis zum Strand. Überall, Lobbybar, Strand, Poolbar, Aquabar, am Strand, überall wir haben Internet. Überall, ne? Ja, überall. Ja, das ist also auch für Geschäftsleute sehr wichtig, dass man überall gutes Internet hat. Auch im Standardzimmer, ja, im Syral Resort hat man den eigenen Modem da. Ja. Und jetzt wir gehen fürs Family Zimmer noch ein oben, eine Schack. Noch eine Etage höher? Ja. Okay. Das ist für Family Zimmer. Ja. Jetzt gehen wir mal hier eine Etage höher. Im Syral Resort Hotel. Und schaut mal, hier hat man auch einen tollen Blick aufs Meer. Wenn man von hier aus geradeaus schaut. Und hier nochmal den Herrn Hamid. Ja, wir gehen der andere Seite. Oh, sorry, tut mir leid. Tut mir leid, wir gehen hier. Da
Das ist ja Familyzimmer für euch. Na, schaut euch mal das an. Das ist hier ein Familienzimmer im Syral Resort Hotel. An alle, die überlegen, mit Familien herzukommen. Das kann man hier im Syral Resort Hotel empfehlen, weil das Syral Resort hat wirklich eine riesengroße Anlage. Hier nochmal das Bad. Hier die Dusche. Auch natürlich mit Handtücher, Fußmatte, alles gleich schon dabei. Und der Kosmetikbereich, wie in allen Syral Hotels, sieht man, dass es da bereitsteht. Also das Zimmer ist aus zwei Zimmern. Zwei Zimmer. Hier haben wir noch ein Einzelzimmer, hier noch einen großen Wandspiegel, wenn man sich fertig machen will, denn das Hotel hat ja auch eine Disco. Für die Nacht kann man sich dann komplett anschauen, von oben bis unten. Hier nochmal ein Doppelbett. Und hier nochmal Kaffee-Tee-Service. Koffer, Abstellplatz, Fernseher und auch eine Minibar hast du hier auch. Ja, drin. Haben deine Zimmer safe, Herr Hamid? Ja, wir haben alle safe fürs Zimmer. Überall, ne? Muss man dafür bezahlen? Ja. Ja, super hier. Kostet der Geld? Der? Ja, das ist im Tag 2 Euro. 2 Euro am Tag? Ja. Da geht, ne? Wollen Sie 10 Tage, wie lange da noch bleiben hier und dann? Ja. Und dann schauen wir uns hier auch nochmal die Aussicht an. Hier sieht man auch, dass man zwei Stühle hat. Und da unten steht das schon alles bereit für die Show heute Abend. Heute haben wir das doch Show. Heute Abend ist Champagne-Party. Ja. Wird bereit heute Abend. Und da unten kann man auch zum Essen sitzen, ne? Ja, ja, hier auch. Am Pool gleich. Ja, und schaut mal, die Sonne scheint immer noch hier. Wir haben 17 Uhr, 55 Ortszeit. Und ein Blick aufs Meer hat man von hier aus auch. Im Syral. Das Resort Hotel in Cholakle. Und das dort hinten gehört auch hier zum Hotel. Ne? Also wie gesagt, wir sind hier in einer riesengroßen Anlage. Da sind auch Zimmer vom Hotel. Also ein riesengroßes Hotel. Das ist alles hier Syral Resort. Nur zum Hinweis. Und hier nochmal das Doppelbett im Familienzimmer. Bad nochmal. Und hier nochmal die zwei Betten. Ja, super, Hamid. Dann haben wir uns auch zwei tolle Zimmer angeschaut. Einmal dein Standardzimmer und Familyzimmer. Und Familyzimmer. Ja. Dann können wir ja nochmal runtergehen. Hallo. Hallo. Ja, und dann können wir mal
vom anderen Pool aus, ne? Den anderen Pool, zu diesem Pool hier kommen. Dann könntest du das alles in aller Ruhe anschauen. Und dann müsste auch schon dein tolles Buffet fertig sein, ne? Ja. Bis wir uns das alles anschauen in der großen Anlage hier. An alle, die neu dazugekommen sind. Wir sind heute im Syral Resort Hotel. Ein Hotel mit 535 Zimmern. Eine maximale Kapazität von 1400 Personen. Also das größte Hotel hier in Cholakle. Ein größeres kenne ich nicht. Kennst du ein größeres? Nee, ne? Noch nicht. Hier seid ihr das größte Hotel. Und hier geht's zum. Und wir gehen jetzt anderer Pool, Aquabar. Ja. Ich sagte, andere. Für Amphitheater, für Animation jeden Tag ist Show. Und Sonntag. Ja. Sonntag ist frei, Animation, aber. Hier sind wir nur mal nebenbei auch wieder bei der Patisserie. Hier waren wir eben schon. Ja, wieder. Damit man auch einen Überblick hat, wo wir hier gerade sind. Aber natürlich ist auch alles ausgeschildert, wo man überall hinkommt. Wir gehen jetzt zum anderen Pool und hier ist auch alles. Hier auch Konferenzhall. Ja. Hier hat der Herr Hamid auch einen Konferenzraum im Hotel. Das sieht man da auch. So. Wir haben zwei kleine für Konferenzen, 60 oder 65 Leute und eine Größe, 150 Leute Konferenzhall. Und hier sind wir wieder in der Lobbybar. Ja, und von hier, anderer Seite oder von hier. Wir können ja hier geradeaus und dann da zurück, ne? Okay. Und so ein großes Hotel hat auch natürlich ein paar Geschäfte hier. Ja. Schaut mal. Silber, Boutique, Market, Fernsehen. Ja. Und für Brille. Also so einige Geschäfte hat der Hamid hier im Laden, im Hotel war gemeint. Aquarium. Auch ein Aquarium hat er hier. Drin und raus auch kannst du sehen, zwei Plätze für Aquarium. Das schauen wir uns gleich mal an, ne? Und wenn man hier geradeaus weitergeht, kommt man zu den anderen Zimmern, ne? Ja, das ist andere Zimmer hier. Hier Fernsehen, Optik, Friseur. Ja. Also der. Hier unserem Kaffeehaus. Ja. Das auch sehen wir bis 18, 9:00. Ja, nur Kaffee, türkisch Kaffee und Cappuccino Espresso. Nur Kaffee hier. Achso, hier ist ein Kaffeehaus, ne? Ja, nur Kaffeehaus. Ja. Und hier unserem großen Konferenzhall. Hier hast du nochmal einen großen Konferenzraum. Ja. Das ist ja ein Ding. Ja, und da draußen hat der Herr Hamid den Pool.
Aquaba, Amphitheater, was wir uns alles anschauen. Ja, hier ist Activity Pool. Ja. Das ist Musik ist hier, alles Morgen-Gym, Wasser-Gym. Hier, ne? Ja. Genau, da draußen. Und Rutschen. Wir schauen uns gleich natürlich auch alles von der Nähe an. Schaut euch mal, wie viel wir hier gegangen sind. Also wie gesagt, das ist eine riesengroße Anlage und über uns ist auch hier gleich die Straße. Ne? Ja. Also das Tyral Resort Hotel ist schon ein riesengroßes Hotel. Und hier unserem Konferenzhall. Auch eine Konferenzhalle hast ja. du hier. Zwei kleine, ein größer. Größer ist da. Ja. Ein kleiner da, ein kleiner. Hallo. Hallo. Hier, schaut mal, was der. 65 Leute hier drin. Ja, das ist also ein Konferenzraum, den der Herr Hamid hier nochmal im Hotel hat. Und dann sind wir hier wieder draußen. Hier sieht man den Activity Pool im Cyral Resort Hotel. Und hier schauen wir uns mal das Amphitheater an. Ja. Der Hamid, hier ist jeden Tag Show. Jeden Tag Show. Schaut euch das mal an. Was für ein großes Amphitheater hier der Herr Hamid im Hotel hat. Jeden Tag, ohne Sonntag, Sonntag ist frei. Jeden Tag 21:30 für Show. Hier hat der Hamid jeden Tag. Außer Sonntag, Show. Und schaut mal, das ist hier alles Cyral, ne? Das ist alles hier Cyral Resort. Also ein großes Hotel hier in Cholakle. Vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man hier ins Cyral Resort Hotel kommen sollte. Oder plant zu kommen. Wir schauen uns heute das gesamte Hotel an und eigentlich alles, was man hier sehen sollte. Und hier hat man auch sicherlich was zu essen, kann das sein? Ja, hier Aquabar. Ja. Morgen 10 Uhr bis 17.00 Uhr. Bis 17 Uhr. Ja, hier Snackbar für hier Pool, Aquabar auch. Hier ja. auch 10 Uhr bis 17.00 Uhr. Ja, also die Snackbar und Aquabar. Aquabar 17.00 Uhr zu und dann 8 Uhr wieder auf für Show. Erst einmal cool. Minidisco, 20:45 Minidisco. Ja. Und nach dem Show bis Show fertig hier auf Aquabar. Das ist ja ein Ding. Also, man hat hier die Uhrzeiten gerade von dem Herrn Hamid gehört. Und ich finde, hier hast du einen ganz, ganz tollen Bereich mit den Stegen hier im Pool, was du hier gemacht hast, Herr Hamid. Ne? Ja. Hier die Stege. Sieht man hier auch. Und hier mal noch mal rutschen. Das ist Kinderrutschen. Ja. Das auch morgen 10 Uhr bis 12 Uhr und Nachmittag 14 Uhr bis 17.00 Uhr. Für Kinderrutschen. Also wer mit den Kindern kommt, die Kinder haben hier auch viel zu rutschen. Das größere Rutschen.
Hier hat man nochmal große Rutschen. Ja, das ist auch gleiche Zeit, 10 Uhr bis 12 Uhr, Nachmittag, 14 bis 17, 9 Uhr. Hier sieht man einmal die großen Rutschen. Im Cyral, das Sorthotel. Und hier nochmal der Activity Pool. Und rechter Seite für Miniclub für Kinder. Hier hat man den Miniclub, dass die Kinder auch unterhalten werden. In dem riesengroßen, tollen Resort Hotel in Tulakle. Jetzt wir gehen unten der Tunnel, Straße oben. Wie bei uns ist die Straße, ne? Wo wir am Anfang des Videos gegangen waren. Und da sieht man hier, dass man da noch mal hier vor der Lobby gut sitzen kann. Schau mal hier. Schau mal, hier kann man gut sitzen. Und da sieht man auch den Gärtner, der sich jetzt hier kümmert um die Pflanzen. Und da kann man ja richtig einschlafen, da? Ja, einschlafen, hier auch für Patisserie. Ja, das gehört zur Patisserie, ne? Ja. Super hier. Ja, und hier sind wir wieder beim Relax Pool. In der großen Anlage vom Cyral Resort. Ja, man sieht, dass in der Anlage auch sehr viel Grün ist. In der Anlage, die auch sehr gepflegt ist und auch tolle Deko hat überall. Ja. Das muss man schon sagen. Herr Hamid. Wir haben schöne Grün. Das ist links der Seite für Bananen. Ja. Und rechts der Seite für uns Dekoration. Ja, und dann sind wir jetzt hier. Heute ist unsere Party für. Heute hast du Party. Da steht dann, was du für eine Party hier hast. Hier ist auch nochmal ein Nanopart. Infoboard sieht man hier auch. Das ist für Aktivität und für unten Show. Oben ist für Aktivität, morgen Aktivität. Ja. Unten ist Show. Das hört sich ja gut an. Hier ist unsere Citrusbar. Das ist die Zitrusbar. Ja. Die hat von wann bis wann auf? Hier auch 10 Uhr bis 12 Uhr. 10 Uhr bis abends 12 Uhr. Hier. Ja. Und hier Cocktailbar. Extra für Cocktail. Das ist auch 7 Uhr bis 12 Uhr. 7 bis 12 Uhr. Ja, hier für Cocktailbar. Und dann hier nochmal Zitrusbar. Morgen und bis Abend. Von morgens bis abends kann man hier trinken.
Ja, und hier sieht man jetzt auch den Relax Pool im Syral Resort Hotel. Schaut mal. Und hier ist heute Abend Show. Ja, ist heute Champarty. Ja. Hier ist heute Schaumparty. Wann geht die Show los? 21.30 Uhr. 21.30 Uhr geht's hier los. Also nach dem Essen gibt es hier richtig Show. Ja. Da kann man hier von überall die tolle Show auch sehen. Das ist für unseren Schattenplatz. Wenn Leute möchten, dass die Schatten hier sitzen. Ja, ja. Das hört sich sehr gut an. Hier auch, wir haben eine Bar, das ist auch Cocktailbar, das ist auch 8 Uhr bis 12. Hier hat sogar der Herr Hamid eine Cocktailbar. Also das ist ja überall Bars. Wie viele Bars hat das Hotel eigentlich? 5, 6. 6 Bars, ne? In dem riesengroßen Resort-Hotel. Im Syral Resort in Cholakle. Wir haben noch ein auf der Bühne. Das ist hier Live-Musik. Ja. In Woche dreimal Live-Musik. Dreimal die Woche? Ja. Mhm. Und andererseits halb 21.30 Show und hier 21.45 Live-Musik. Aha. Manchmal der Show gucken oder Live-Musik. Die bereiten sich für die Party vor, oder was? Ja, das ist. Okay. Und hier einmal Party steht hier schon beim Relax Pool, genau hier. Ja, und dann hat noch mal der Herr Hamid hier ein riesengroßes Restaurant und das geht ja hier draußen los mit dem, was er da hat. Hier ist Showbuffet. Aber jeden Tag hat das auch auf. Ja, ne? jeden Tag. Ja. Jeden Tag hat hier das Showbuffet auf. Ist es schon bereit oder wollen wir erst drinnen schauen, dann hier? Wir gucken jetzt, ich glaub, bereit da muss oder? Noch einiges vorbereitet werden. Ja, schon bereit. Wir schauen mal erstmal drinnen, dann kommen wir noch mal her, ja, ne? Ja. Herr Hamid. Aber das ist ja ein riesengroßes Showbuffet im Syral. Das Resort Hotel. Und das ist hier jeden Tag. Kann man hier was essen und trinken. Und hier ist einmal das für das große Resort Hotel nochmal ein sehr viel Platz zum draußen sitzen. Im Syral Resort. Und wir schauen mal dann, was es hier gibt. Wir schauen mal hier, ne? Muss doch soweit fertig sein. Ja, unser Hauptrestaurant. Das ist das Hauptrestaurant. Ja. Das kann man hier auch einmal sehen. Mal hier, was für ein riesengroßes Buffet man hier hat. Man hat hier eine riesengroße Auswahl. Nochmal am Essen im Syral. Das war das Hotel. Man sieht auch, wie viel Mühe sich hier alle Leute geben. Und dann sind wir hier wieder da, wo man die à la carte Restaurants hatte.
Und schaut mal, das ist hier das Restaurant. Und hier geht es auch los mit einer Tagessuppe. Oder hier der Brotbereich. Hier nochmal Suppe. Das Essen geht um 18.30 Uhr mittlerweile los bei euch, ne? Ja. Ja, was bei so einem Riesenhotel. Und hier ist ja zwei Suppen. Ja, ja, eins ist dann, ne? Dein. Und hier für Pide, Lahmacun, Pizza. Hier mal in den Backbereich. Ja. Man sieht, dass der auch da super was vorbereitet. Um den Leuten auch ein tolles Abendessen. Und da kommt jetzt ein tolles Brot, frisch gebacken. Ne? Und hier ist einmal Feinkostbereich. Schaut mal, was für eine große Auswahl das Hotel an Feinkost hat. Da oben auch sehr schick dekoriert mit den Käsesorten oder hier mit den Gemüse. Also man sieht, dass sich das Hotel viel Mühe gibt, im gesamten Hotel, dass die Leute hier ein tolles Abendessen haben oder auch allgemein einen tollen Urlaub haben. Im Syral Resort Hotel. Hier hat man auch ein extra Früchtebereich. Und was dahin kommt, kommt ja noch. Ja, kommst du noch. Hier kommt noch was hin. Aber hier sieht man auch schon den Baklava-Bereich. Oder hier sieht man Soßen, Oliven, eingelegtes Gemüse. Oder hier nochmal Salate. Einen tollen Salatbereich. Und natürlich auch eine ganz, ganz tolle Beleuchtung, was zu einer tollen Deko führt. Und dann sind wir hier einem Teil der Gerichte. Hier mit Hühnchen mit Obst, Kartoffeln, Fisch. Hier einmal mexikanische Köfte, Reis, Rinderzunge. Aber im Woche wir haben drei Special Tag, Mexika, ja. Fisch und Türkisch. Achso, dreimal die Woche, ne? Ja, drei. Hier sieht man auch einmal Kebab oder nochmal Reis. Hier sieht man nochmal den Spaghetti-Bereich, die kommt aber noch. Oder hier Gebäck mit Käse, Börek nennt sich das. Und hier hat der Service Bar nochmal eine tolle Bar. Hier nochmal zum Sitzen und hier nochmal
Das Dessert-Buffet. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen und vielen zu zeigen, was einen erwartet, wenn man hier in Tyrol Resort sein sollte. Ein 5-Sterne-Resort-Hotel in Tolakle. Man sieht, wie viel Mühe sich jeder gibt hier in dem Hotel. Und dann gehen wir noch mal raus. Da braucht es sicherlich auch schon vieles bereit. Also ein riesengroßes Restaurant, einen riesengroßen Essbereich hat das Tyrol Resort Hotel in Tolakle. Jetzt sind wir hier wieder beim Relax Pool. Und die bereiten hier alles vor, um den Leuten heute einen tollen Abendessen und eine tolle Show zu bieten. Und hier sieht man auch, dass die noch in der Vorbereitung sind. Das ist gerade vorbei. Also wenn wir fragen Leute, wie möchte es, und dann macht schnell Breite und gibt. Ach so. Das ist Showplatz, Showbuffet. Ja. So ist. Das wird hier vorbereitet. Da wird auch schon gefragt. Hier hinten der Grill. Hier hat man einen Grill. Schau mal, was für ein riesengroßer Grill dort. Und wir Leute hier ein tolles Abendessen haben. Und hier ist auch schon einiges bereit, denn das Abendbrot geht in 5 Minuten los. Damit es warm bleibt, ist da natürlich auch Alufolie drauf. Ja. Hier auch, drin und raus auch, 2. Ihr habt hier 2 Bäcker, ne? Ja. Oder wie der drin bin. Ist leider was runtergefallen. Hier auch für Special Makarna. Du suchst hier, welche möchtest. Und dann wir machen hier so breit und schneller und dann heiß. Das wird hier heiß zubereitet, die Soße von der Spaghetti. Und hier hat der Herr Hamid noch einen Dönermeister im Hotel. Hallo, Herr Meister. Da sieht man, dass man hier Chicken Döner hat. Also man sieht, dass man hier definitiv keinen Hunger bekommt im Tyrol Resort Hotel und eine riesengroße Auswahl zum Sitzen hat man hier auch. Ja, und zu so einem riesengroßen Gebäude, zu so einer tollen Anlage mit den 2 Pools, mit der Arena, mit der Lobby, mit der Rezeption, mit dem Restaurant, mit den vielen verschiedenen Bars, gehört natürlich hier auch der tolle Strand dazu. Ja, und das schauen wir uns doch mal an. Strand und das schauen wir uns doch mal an, Herr Hamid. Ne? Ja. Weil hier sieht man, wie viele Leute sich die Mühe geben, um den Leuten einen tollen Abend zu bereiten, wie gesagt. Von daher, wer hier schon mal in dem Hotel war, ich habe auch gelesen, dass einige hier schon mal in dem Hotel waren und auch zufrieden sind und sich auch freuen, wieder hier zu sein. Wer noch keine gute Bewertung für das Hotel geschrieben hat bei Holiday Check, bitte für das Hotel eine gute Bewertung bei Holiday Check nochmal schreiben. Damit kann man so ein tolles, großes Resort-Hotel auch sehr unterstützen. Also nicht vergessen, bei Holiday Check eine positive Bewertung zu schreiben. Das tolle Hotel. Und hier sind wir jetzt wieder auf dem Weg zum Strand. Guten Abend. Und man sieht, dass man hier eine riesengroße Anlage hat. Und hier hast du immer noch die Vögel, Herr Hamid.
Ja, nächstes Jahr waren 300, jetzt ist 400. Jeden Jahr kommt noch groß. Wie viele Vögel hast du hier? Jetzt ist 400. 400? Ja. Und weißt du, was diese Katze hier träumt? Die träumt sie sich bestimmt gebraten vor. Schau mal, wie sie da hinschaut. Ja, da träumst du von, ne? Ja. Wenn du nur sprechen könnte, doch. Ja. Ja. Die schaut sich die Vögel an. Die kleinen verschiedenen Papagei-Arten hier. Hier links der Seite, auch Papagei, aber Name ist hier Sultan. Hier Zestab. Ja. Das ist zwei. Also hier sind einmal Rosenkopf-Papageien auch drin. Die kleinen. Oder hier sind auch Nymphengeschichte. Und dann haben wir wirklich alle Farben mit drin. Ja. Schaut euch das mal an. Also so viel Farben habe ich auch noch nie gesehen. Ja, und dann können wir mal hier in Richtung Strand gehen, Herr Hamid. Ja. Hier waren wir jetzt im tollen Resort Hotel. Und wie gesagt, da gehört auch ein toller Strand zu. Und die Katzen sind auch deine? Ja. Schau mal, der Hamid hat doch hier Katzen im Hotel und ich scheine auch zufrieden zu sein. Die putze ich nämlich. Hat auch keine Angst vor Menschen. Und hier hat man einen sehr, sehr tollen Strandweg. Also das wäre wirklich schön hier. Wenn man hier jetzt geradeaus durchschaut. Ja, und schaut mal, wie schön grün es hier auch ist. Im Syral Resort Hotel. Und jetzt gehen wir in Richtung Strand. Und das Hotel ist auch direkt am Strand. Jetzt hört man, wie entspannt hier auch die schwangere Katze ist. Ist bestimmt schwanger. Etwas dickeren Bauch. Aber hier, der Weg ist auch ganz schön, allein von der Deko her oder von den Pflanzen her, Herr Hamid. Ja. Da hast du dir wirklich was Tolles einfallen lassen. Und abends ist besser hier schlafen. Hier schlafen, na, also sieht man auch. Seht euch das mal an. Und hier nochmal der Duty Manager, Herr Hamid. Hier abend die sehr schön laufen. Das ist wie 8:30 Uhr. Hier hat alle Licht auf und dann sehr schön. Ja, ne? Und jetzt sind wir hier auf der Promenade auch angekommen. Also man geht hier durch die Promenade von Cholakle. Wenn man hier in die Richtung geht, kommt man bis nach Side. Wie weit ist Side von hier ungefähr, Herr Hamid? Wir laufen 12 Kilometer von hier am Strand. Am Strand, ja. Ne?
Ja, links, rechter Seite Gündodo und linkster Seite Siede. Ja. Also vom Cyral Resort Hotel kann man auch hier am Strand bis nach Siede laufen. Und auch die Promenade sieht hier sehr gepflegt aus. Und hier ist nochmal ein Wegweiser, wo man da überall hinkommt, zur Palmbar und zum Beach. Und hier nochmal hinter den Bananen mit dem Herzchen I Love Cyral, soll es heißen, kann man hier noch sehr schöne Bilder machen. So, und da sieht man, den Gärtner sieht man aber auch überall, oder? Ja. Hier sieht man den Gärtner, dass die Anlage auch gepflegt bleibt. Und das ist hier die Palmbar. Palmbar und türkisch à la carte Restaurant hier. Auch das türkische à la carte Restaurant ist hier. Man sieht auch, dass es hier ganz schick und gemütlich ausschaut. An der Palmbar. Hier hat man heute 25 Grad in Toracle. Hier sieht man auch die offene Küche im türkischen à la carte Restaurant in Toracle. Doch alles ganz super. Voll gemütlich aus. Ja, noch wie gesagt, alles sehr grün. Und hier ist dann der à la carte Bereich. Ja. Herr Hamid. Und den Sänger hast du auch hier, eine Sängerin. Jeden Abend, jeden à la carte. Jeden à la carte hat hier und oben drin auch so. Ach, in jedem à la carte, ja, hast du Live-Musik da, ja, ne? Das hört sich ja gut an. Man hat also jeden Tag tolle Unterhaltung beim à la carte Essen. Hier in der ersten Reihe sieht man, dass man hier gut sitzen kann. Im Cyral Resort Hotel. In der riesengroßen Anlage in Çorlakle, im größten Hotel in Çorlakle. Und das ist aber auch sehr schick gemacht hier. Ja, Cyral. Das ist unser Manager, macht das. Da steht Cyral drauf, ne? Ja. Mit Blumen. Das sieht ja toll aus. Ja, und dann schauen wir mal, was du hier noch für tolle Palmen hast, direkt am Strand. Ich glaube, so viele Palmen habe ich noch an keinem Strandbereich gesehen. Das ist ja wirklich toll hier gemacht. Am Strand auch viel Palmen. Die Palmen sind wie Wegweiser. Man kann sich ja nicht verlaufen da. Guck mal, da sieht man die Palmen und da weiß man, dass man im Cyral Resort ist. Würde ich sagen, ne? Also hier nochmal der tolle Strandbereich, was der Herr Hamid hier zu bieten hat. Man kann ja auch im Garten liegen, ne? Man muss ja nicht, ja, unbedingt im Sand Schatten liegen. Schatten hier. Schatten zwischen den Palmen kann man ja auch liegen, ne? Ja. Ja, und seht euch das mal an hier.
Was für ein toller Strandabschnitt mit Rasen sogar. Das hast du ganz toll gemacht, Herr Hamid. Ist hier auch Garten und dann unten ist Sand. Genau, also hier hast du sowohl Gartenbereich, schau mal hier auf den Rasen, und natürlich hat man hier auch feinen Sand. Und hier sind die drei Palmen direkt am Strand vom Syral Resort. Also man kann sich hier nicht verlaufen, egal wie weit man gehen sollte. Man merkt sich einfach hier die drei Palmen und dann findet man hier auch zurück. Und du hast hier auch einen sehr, sehr tollen Strandabschnitt. Hier gibt es keine Felsen, keine Platten im Syral Resort Hotel in Tolakle. Und heute haben wir wieder minimale Wellen, aber ganz, ganz herrlich vieles draußen. Das ist hier der Blick in Richtung Side. Und schau mal, was für ein toller Strandbereich der Herr Hamid hier hat. Also ich bin wirklich beeindruckt von seinem Strandbereich. Hier die drei Palmen. Ja. Also man kann sich nicht verlaufen. Hier der Blick in Richtung Vinodo. Und auf der Seite hat man auch die anderen drei Syral Hotels, die wir uns ja schon die Tage angeschaut hatten. Und schaut euch mal hier die tolle Sonne an. Ja, man sieht, dass noch einige Leute am Strand sind, wenn man hier schaut. Wir haben heute auch ganz, ganz tolles Wetter, wie gesagt. Hier der Strandbereich. Hier die drei Palmen. Man hat auch überall tolle Fotomöglichkeiten. Man kann überall tolle Bilder machen. Hier im Syral Resort Hotel. Und da sieht man auch zwei Beach Boys, die für den nächsten Tag auch alles vorbereiten wieder. Na? Bei der großen Anlage. Ja, Herr Hamid, also ich bin wirklich beeindruckt. Ja. Und wir haben zwei Duschen und eine rechter Seite, eine linker Seite. Zwei Duschbereiche ja. Sogar, ne? Ja, einmal dort hinten hat man Duschmöglichkeiten. Und einmal auf der Seite kann man auch duschen. Im Syral Resort Hotel.
hier wieder die tolle Beachbar und das à la carte, das türkische à la carte Restaurant. Ja. Pamba ist auch gleiche, ja. 10 Uhr bis 17, 9, 9 und 19.00 bis 21.00 die à la carte. Das hört sich ja gut an. Also in deinem Hotel verdurstet man nicht, Herr Hamid. Ja. Man hat hier überall toll was zu trinken und einen tollen Service. Und überall gibt es Vorbereitungen für den Abend, für den nächsten Tag, für die Gärten. Überall wird was gemacht. Also überall wird sich viel Mühe gegeben. Ja, im Hotel. Das. Also für alles, es wird hier an alles gedacht. Da sieht man auch einen der 16 Gärtner, der sich hier gerade in dem Bereich kümmert. Hallo? Das sieht ja hier auch toll aus im Selfie-Bereich. Und dann gehen wir mal wieder in die Anlage rein. Ja, und dann haben wir uns auch eigentlich soweit alles super angeschaut, Herr Hamid. Dann gehen wir mal von hier aus wieder langsam in Richtung Hotel, ne? Ja. Also wir haben uns den Eingang angeschaut, wir haben uns die Rezeption, die Lobby, die beiden Pools, die Arena, die ganzen Bars, das Restaurant, das Abendbuffet, zwei tolle Zimmer und dich haben wir auch jetzt hier gezeigt. Also wer hier im Hotel sein sollte und irgendwelche Probleme haben sollte, hier beim Duty Manager. Man sieht auch, wie freundlich. Wie immer, morgen bis abends. Ich bin hier. Dann hast du Probleme, kommst du mir. Seht ihr, der Dann brauchst du helfen, ich bin auch hier. Ja. Aber nicht nur alleine. Alle Manager hier, wär's egal, ich oder andere Manager. Dann hast du helfen oder hast du Probleme, direkt kommst du Rezeption oder uns. Wir sind jeden Tag hier. Jeden Tag. 9 Uhr bis 12 Uhr, alle Manager hier drin. Wir können helfen, kein Problem für uns. Das ist sehr gut dann. Also immer ansprechbar sind die ganzen Manager. Ja. Also sollte jemand hier Probleme haben, ne? Jeder. Das hört sich ja gut an. Herr Hamid. Jeden Manager helfen, kein Problem. Nur nicht Manager, hier auch Barchef, Restaurantchef, alle. Und hast du auch einen Spitznamen? Carlos. Carlos, man kennt dich unter Carlos, ne? Alle kennen das Carlos. Ja. Alle Gäste. Ich bin schon 20 Jahre Tourism. Ja. Und jeden kennt meinen Namen Carlos. Aber jetzt ist für das Video, für das schöne Video, Mr. Ahmed, danke für alles. Ich dafür. Für meinen richtigen Namen, Hamid. Hamid, ne? Heute ist Hamid, aber morgen wieder Carlos. Also, der Herr Hamid heißt übers Video Herr Hamid, ansonsten ist er bekannt als Carlos, seit 20 Jahren im Tourismus tätig. Und in Deutsch hast du wo gelernt? Ich lebe in Deutschland, Saarburg, in Saarland. Aha. Und meine Eltern, meine Kinder und meine Frau, alle in Deutschland.
Hast du Frau und Kinder? Ja, aha. Ich habe zwei Kinder. Ja. In Deutschland, hier Saarland. Aber nächste Woche komm. Hier. Haben die zu dir Urlaub? Freust du dich? Ja, für Urlaub. Ja. Kinder machen Urlaub, aber ich nicht. Du nicht Urlaub, ne? Ich habe viele Stress später. Ja. Du hast jetzt auch die Hochsaison? Ja, nächste Woche ist Hochsaison. Jetzt ist alle Stammgäste. Ja. Jetzt ist 800 Leute, aber 1. Juni ist voll. Voll, ne? Und bis wann geht das so? Sonntag ist komm und Montag und vielleicht Donnerstag ist die für alle. Bis wann ist es hier richtig? Bis wann? Bis wir so sind ganze Jahre auf. Ganzes Jahr seid ihr? Ja, ganze Jahre auf und dann wenn September oder Oktober so ist. Bis Oktober ist voll, ne? Ja, dann voll und dann langsam gehen und wir haben jeden Jahr Weihnachten hier und dann Silber. Wir sind ganze Jahre auf. Und Winter kommt Fußballmannschaft, unserem Hotel, Tennismannschaft. Ja, wir haben viele Fußballmannschaften, kommen von Deutschland oder Türkei, überall. Das hört sich gut an. Also der Herr Hamid hat auch hier Fußballmannschaften über den Winter. Ja. In der Wintersaison, wir haben Tennis Plus, Fußball Plus und kommt Fußballmannschaft, Tennismannschaft. Ja. Wir haben viele Sports. Winter, wir sind Sports, aber wir haben Stammgäste auch. Habt ihr auch, Winter. Ne? Jetzt sind wir noch im Restaurant, dass das ja, Abendessen wir gehen losgegangen noch ist. Mal Restaurant. Wie sieht man das, die Leute? Hier Restaurant, hier schöner Tisch, unserem Kellner macht, wenn sie wollen. Spätzeltag, Donnerstag ja. Oder unserem ja. Stammgästeplatz. Unserem Kern macht jeden Tag 5 oder 6 Tisch, so schöner Tisch. Ja. Das hört sehr gut an. Also man hat auch hier Restaurant, Hochrestaurant. Und wir haben Supercenter auch. Habt ihr auch, können, ne? Ja, Fitness. Wir können gehen auch da. Ja, und nach dem Abendessen ist dann ja auch richtig Party heute. Hier haben sie eine Schaumparty. Die Vorbereitungen gehen los und man sieht, dass jeder Platz hat im Syrah Resort, dass man überall Sitzmöglichkeiten hat. Überall sieht man auch aufmerksame Mitarbeiter. Ne? Überall. Unsere Manager. Auch kaum dreht man sich um, sieht man hier auch gleich aufmerksames Personal, die auf alles achten. Und unserem Hotelmanager, Mr. Özgür. Hallo Herr Özgür, grüß dich. Also wir sind alle beeindruckt von deinem Hotel, heute hier vom Syrah Resort. Ja. Und es waren auch schon viele Leute hier, die sich das Video mit angeschaut haben. Und ich denke mal, werden auch viele wiederkommen. Und jetzt hat man auch ein gutes Bild über das Hotel, was einen erwartet, wenn man herkommt. Was dazu gerne sagen nach Deutschland? Wir sind jetzt aufgeregt. Also sagst du Hallo Deutschland, ich warte auf euch alle, ne? Ja, hallo Deutschland. Okay. Ein ganz bescheidener, ein ganz bescheidener Manager, der Herr Özgür, ne? Und wie gesagt, wir wünschen eine gute Saison, ne? Viel Spaß. Jetzt wir gehen ins Spa-Center. Ja, das können wir gerne machen, ne? Und jetzt gehen wir mal hier am Redaktionspool vorbei. Da hat man auch den Blick dann auf die andere Bar. Ja, man sieht, dass man hier eine riesengroße Anlage hat, wie gesagt. Resort Hotel.
Und darum haben wir uns doch Zimmer angeschaut. Und hier kann man auch im Garten liegen. Schaut mal zwischen den Bananenbäumen. Jetzt sind ja keine Menschen mehr da. Da kann man das auch filmen. Schaut mal. Hallo, wie geht's? Hallo. Gut. Alles gut? Ja, alles super. Ihr kennt mich? Natürlich. Wir waren noch vorgestern bei dir. Ach so, ihr wart ja, stimmt. Wir haben mal doch ein Foto gemacht. Ach ja, jetzt weiß ich. Weil alles gut. Und meine Katze. Ja, ja, ja. Und ihr seid hier im Hotel? Ja. Sag mal was Tolles über das Hotel, ne? Ist ja, super. Toll. Wir sind das zweite Mal hier. Und nicht das letzte Mal. Es ist perfekt. Perfekt, alle freundlich, Essen ist super. Toll, ja. Der Strand ist super, die Liegen. Sauberkraut ist super. Die Bar unten. Alle super. Ja, wir kommen wieder. Also ihr seid richtig beeindruckt. Euch. Ja, ja, natürlich. Super. Ist wirklich ganz toll. Ist nur empfehlenswert. Ja. Das hört sich ja gut an, ne? Ganz, ganz klasse. Ist ja immer auch schön, wenn das von Menschen hier gesagt wird, denn genau. Wir haben jetzt das gesamte Hotel angeschaut, also vom Eingang bis zum Strand runter. Ja. Und die geben sich hier auch eine riesengroße Mühe, das sieht man auch. Ja, das sieht man. Ja, und jetzt auch beim Abendessen hat man auch für alle Platz gehabt und so, ne? Richtig. Also ist einfach auch vorne am Strand, immer liegefrei. Nie voll. An den Pools sind immer liegefrei. Alle super hier. Super. Begeistert. Ganz toll. Das ist sicher gut. Also dann danken wir euch, ne, für gerne. Die Weiterempfindung. Ne, und lasst es euch schmecken. Wir sehen uns. Guten Abend. Ciao. 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 Guten Appetit. Ja, da hat man auch zwei Personen gesehen, die vor zwei Tagen bei mir waren, Herr Hamid, aber ich habe es wirklich vergessen, ehrlich gesagt. Ich gerne auch. Das ist schon dritter Mal hier. Ja, ja. Wir sind wie Family, weißt du? Jeden Tag, jeden Jahr kommen immer Stammgäste. Das ist gut. Freut mich, wenn ich sehe Stammgäste nochmal. Ja. Und jetzt zeigt uns der Herr Hamid. Wir gehen jetzt das Spa-Center runter. Noch sein Spa-Center. Ja. Hallo. Ja, schön. Weil zu so einem großen, tollen Hotel gehört natürlich auch ein tolles Spa-Center. Hallo. Ja, rechte Seite unserem Doktorplatz, Doktor Office. Ja, das ist doch verplatzt. Bis 6 Uhr hier. Aber Doktor ist in unserem im Hotel. Wenn das ist Abend passiert, direkt wir telefonieren und er kommt schnell. Wird sofort hierher bestellt. Und hier ne? ist der Drinpool, aber jetzt ist zu. Jetzt ist zu, ne? Der Indoor-Pool. Ja, das ist für Winter. Da können wir von hier auch mal reinschauen. Ne? Jetzt ist zu. Hört jetzt zu. Und du hast ja hier ein tolles Fitnesscenter. Schau mal hier. Kann man auch mit Blick in Richtung Pool trainieren. Machen wir mal ein bisschen Licht, genau. Dann kann man ja auch sehen, was man hier alles für Geräte hat, um hier im Urlaub nochmal trainieren zu können. Und hier ist der Spa-Bereich. Im Syral Resort Hotel. Hier, ja. Hier Junge und Mädels duschen, Platz. Ja. Und dann ganz vorne Sauna. Hier links ist richtiger Hammam, türkischer Hammam. Hier ist einmal Hammam. Ja, und wir waren gerade unten im Spa-Bereich und wir hatten da leider eine kleine Internetstörung. Da müssten wir da wieder rausgehen.
jetzt sind wir wieder da, aber man hat so einen Eindruck haben können vom Spa-Bereich hier auch im Syral Resort Hotel. Und à la carte, wenn Sie wollen, wir gehen auch da Live-Musik auf. Haben Sie sehen? Noch mal da, dass man das sehen kann, wenn es belebt ist in den à la carte Bereichen. Das war eine große und tolle Anlage, hat hier der Herr Hamid. Hier nochmal die Patisserie. Und jetzt schauen wir uns nochmal den à la carte Bereich an, wenn es hier belebt ist. Da sieht man die Leute drin sitzen. Und hier ist dann noch gleich Live-Musik. Hallo, das ist die Sängerin. Und da sieht man schon die Gerichte, was den Leuten serviert wird. Ja, Hamid, also man sieht. Ja, wieso? Jetzt hier auch das à la carte Restaurant offen. Und dann geht's auch gleich los. Mit der Musik. Hallo? Bitte schön. Jetzt geht auch die Musik los. Ja, so, Herr Hamid. Nice. Man sieht, dass man hier überall Unterhaltung hat. Egal, an welcher Ecke man ist in deinem Hotel, man hat hier überall Unterhaltung. Das ja. Muss man wirklich sagen. Jetzt ich sind sag unserem Hotel überall. Ja. Restaurant, à la carte, Zimmer ja. Und Bar, Rutschen, Fitness. Spa und wir haben so ein großes Hotel und wir warten alle Gäste hier. Machen Sie mit. Machen Sie mit. Schöner Urlaub, ja. Wenn Sie wollen. Wie warte ich? Ja, ne? Wir sind hier. Und was auch ganz ruhig mag, hier nochmal im Patisserie-Bereich, ist auch ganz schön ruhig. Und der Herr Hamid erwartet euch alle hier im Syral Resort Hotel. Also weißt du, an wen du mich erinnerst, wenn ich dich hier so anschaue die ganze Zeit? Ja. An einem Schauspieler, der heißt Jason Statham. Kennst du den Jason Statham? Wie sag? Den Jason Statham. Jesse Statham. Statham. Den Schauspieler, den siehst du ähnlich da, muss ich dir wirklich sagen. Oh. Ne? Kennst du nicht den Jason Statham? Ich kenne, aber früher, jetzt ist, wir sind... Du hast keine Zeit mehr zum Film schauen, ne? Unserem Gäste, wir sind immer vorher hier. Ja. Wir haben seid nur unserem Gäste. Ja, ne? Nicht für andere lieber. Wir sind immer für euch. Man sieht man dir auch an. Also du kennst dich auch hier sehr gut aus und man sieht auch, dass du deine Arbeit sehr gut machst. Das war's. Das war's, haben wir uns heute. Also ja, das war's. Somit haben wir uns heute das Syral Resort Hotel in Cholak angeschaut. Also der Herr Hamid hat sich die Zeit genommen und hat uns das tolle Hotel gezeigt. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hamid. Danke auch. Wir sind noch nicht das letzte Mal bei dir. Danke auch für unser Hotel. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne? Ich danke dir ganz herzlich. Ja, und wir waren dann heute, wie gesagt, im Syral Resort Hotel, im 5-Sterne-Hotel in Cholakle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.